herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem neuen Format Volksinteraktiv. Ja, wir haben auch heute wieder spannende Themen für Sie vorbereitet und ich hoffe, dass natürlich auch Sie heute wieder mit dabei sind. Welche Themen wir heute für Sie parat haben und welche Gäste heute zu mir ins Studio kommen, das verrate ich Ihnen in Kürze. Ansonsten wünsche ich gute Unterhaltung mit unserem Programm. Mein Name ist Heimo Platzner und nun gibt es die ersten Musikvideos. Ich darf Ihnen jetzt auch schon meine heutigen Themen vorstellen. Das wären zum einen natürlich wieder die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Wir werden Sie natürlich auch über die derzeitigen Spielstände am Laufenden halten. Und gestern hatten wir ein Unwetter in Kärnten, genauer gesagt in Klagenfurt. Autos wurden zerstört, die Hagelkörner waren so groß wie riesengroße Eier, aber Bilder folgen dazu in Kürze. Und ich darf natürlich auch meine heutigen Studiogäste Ihnen vorstellen. Das wird die Gruppe Karant aus dem oberen Rautal sein. Sie können sie schon bei mir im Hintergrund sehen. Was die Burschen schon alles gewonnen haben und welche Reise sie heuer vor sich haben, das erfahren Sie in Kürze. Und ich wünsche weiterhin gute Unterhaltung. Statt jetzt darf ich endlich meine Künstler oder meine Stargäste heute bei uns im Studio begrüßen, nämlich die Gruppe Karant aus dem schönen Rautal. Ich wünsche einen schönen guten Tag. Hallo. Grüß euch. Servus. Wie geht's euch? Ja, uns geht's gut. Wir wollen auch ein herzliches Grüß Gott und Hallo sagen im Namen der Gruppe Karant und ein Dankeschön im Vorfeld schon an das VolksTV-Team, dass wir heute eingeladen wurden und wir freuen uns auf den Nachmittag mit dir, lieber Heimo. Ja, und wir sind auch schon gespannt, was uns so alles erwarten wird und vor allem, was ihr uns alles zu erzählen habt, denn ich weiß ja, dass ihr auch eine gröbere und etwas längere Reise vor euch habt in Kürze. Jetzt einmal zur Musikgruppe Karant. Für all jene, die euch noch nicht kennen, wahrscheinlich sind das größtenteils Gäste oder Zuseher aus Deutschland, aus der Schweiz und aus Holland. Welche Musik macht die Gruppe Karant? Welche Art von Musik kann man denn auf euren Auftritten finden? Ja, bei uns von Karant, wir haben eigentlich unseren Spruch, ob alt, ob jung, ob arm, ob reich, bei Karant, da ist wirklich jeder gleich. Und in diese Richtung gestalten wir auch unsere Musik. Wir haben das Motto vom Rocking, Schlager bis zur Volksmusik und wieder zurück. Bei uns bei den Live-Auftritten ist eigentlich für jeden etwas dabei, von Obergräner Musik bis eben zum fetzigen Schlager. Oder auch dann in späterer Folge zu später Stunde für die jungen aktuelle Titel aus den Hits. Also da ist wirklich alles dabei, so wie man halt aus Unterhaltungsmusik irgendwo einen Abend gestalten sollte. Also und da machen wir eigentlich gerne alles für jeden. Musikwünsche erfüllen wir alle, die wir kennen. Die passende Unterhaltungsmusik für jede Veranstaltung. Wie lange gibt es jetzt schon in dieser Formation? Naja, wir sind, eigentlich gibt es die Gruppe Karant. Der ursprüngliche Name war ja die legendäre Eisschützenmusi, wenn ich da jetzt ganz kurz ein bisschen einsteigen darf. Wir haben uns da gefunden aus einer Spaßgeschichte heraus eigentlich, wo wir gesagt haben, wir spielen für jemanden eine Hochzeitsmusik, eine Gitarre, eine Teufelsgeige, so wie man es vielleicht bei uns in Österreich vor allem kennt. Und ich habe das Bariton dazu spielen dürfen und das war bei Eisschützen war das. Und deswegen waren wir dann auf einmal die legendäre Eisschützenmusi. Und dann, irgendwann ist das jetzt ein ganzes Meer geworden. Und wir wollen auch recht herzlich grüßen heute unser ehemaliges Mitglied, auch unser Ehrenmitglied, den Spiegel Franz, das weiß ich, der sitzt davor vor dem Fernseher und schaut. Der hat mit uns begonnen im Trio und ist dann aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden. Gott sei Dank, jetzt sind jetzt wieder besser. Und dann haben wir eigentlich unsere Konstellation gefunden. Wir sind ja ganz eine witzige Truppe eigentlich. Das ist mein Papa und da sind Zwillinge, der Heimo und der Manuel. Und wir sind drei Generationen, wo wir eigentlich für die Menschen Musik machen dürfen und das ist eine tolle Geschichte. Und so wie wir jetzt beieinander sind, machen wir das seit gut 2,5 Jahren und sind froh, dass wir schon so viel erleben dürfen. Die Gruppe Karant aus dem oberen Rautal im Raumspital im Kärntnerland. Ja, und was Karant eigentlich bedeutet, das erfahren wir in Kürze und nun wünschen wir gute Unterhaltung mit dem nächsten Musikvideo. Sir Max, halt mich fest, wenn ich komme. Endlich los von dem Stress, schon seit Tagen war ich nicht zu Hause. Und mir fehlt deine Zärtlichkeit, ich will jetzt nur noch zu dir. Schnell ins Auto und los, von dem Job brauch ich jetzt mal ne Pause. Ich will einfach nur weg, will zu dir, nichts mehr hält mich noch hier. Halt dich fest, wenn ich komm, ich
steh völlig unter Strom, ich freu mich so auf dich. Kühl den Sekt schon mal ein, du, ich werd schon bald bei dir sein. Halt dich fest, bin gleich da, nimm das Kleid aus, ich bin zart, zieh es an für mich. Und den Rest dieser Nacht gibt es nur dich und mich. Dann der Anruf von dir, deine Stimme zu hören. Damit sind wir wieder zurück im Studio mit der Gruppe Karant aus dem schönen Kärntnerland. Die Gruppe gibt es ja eigentlich schon seit 7 Jahren, aber besser bekannt seit 3 Jahren in der neuen Formation. Zu 4 sind sie ja unter dem Namen Karant. Und jetzt wird mir sozusagen der Frontmann der Gruppe, nämlich der Gerd, sagen, was Karant eigentlich bedeutet oder wie man eigentlich auf diesen Namen kommt. Ja, lieber Heimold, es ist eine Geschichte. Wir haben einen holländischen Freund, der bei uns ein Café betreibt. Und auch liebe Grüße an dich, lieber Freund. Und der hat ein Lokal eröffnet, das nennt sich Karant. Und wir haben uns immer gefragt, was heißt Karant? Und er hat mir dann erklärt, mir eigentlich als Kärntner, viele wissen das wahrscheinlich, dass das der alte Name ist für Kärnten. Und das kommt aus dem Keltischen und heißt eben Karantanien, Karantum, Carinthia. Und aus dem hat sich dann das abgeleitet, Karant, das heißt eigentlich auf Deutsch Freund. Und wir haben gesagt, der Name passt eigentlich genau. Wir sind heimatverbunden, wir sind gerne zu Hause, auch viel unterwegs, aber am schönsten ist doch wieder daheim und wir nennen uns Karant. Und der Name hat sofort gepasst und ich glaube, mittlerweile kennen uns schon ein paar Menschen da draußen unter den Namen, wo wir auch zum Beispiel oft schon gehört haben, das wird heute garantiert ein toller Abend. Und das ist natürlich nett, wenn da schon Wortspiele mit unserem Namen gemacht werden. Was Besseres kann euch natürlich auch für die BR und für die Öffentlichkeitsarbeit natürlich nicht passieren. Du hast aber jetzt auch deinen Kollegen, nämlich meinen Namenskollegen sozusagen, den Heimo, mitgebracht. Genau. Er spielt welche Instrumente? Also, grüß euch nochmal da draußen. Ich möchte herzlich willkommen heißen. Mein Name ist auch Heimo, wie gesagt, so wie der Kollege da drüben. Meine Instrumente oder was ich bei der Gruppe beizutragen habe für euch, ist zum Beispiel die Akkordeon, die ich bei den volkstümlichen Stücken spiele und natürlich E-Bass und auch ein Teil Keyboard, was bei den modernen Geschichten sehr wichtig ist für uns. Du bist jetzt schon von Anfang an dabei, seit 7 Jahren oder eben erst seit der neuen? Genau, ich bin erst seit der Neuformation eben mit meinem Zwillingsbruder, dem Manuel, da ich noch später ein bisschen was erzählen werde, was er zu sagen hat. Und ich spiele eben erst seit 2,5 Jahren mit. Und ja, ich habe auch große Freude, Musik zu machen und es freut mich, heute für euch da zu sein. Sehr gut. Die Instrumente hätten wir. Was machst du denn beruflich? Du hast vor kurzem maturiert? Genau, ich habe vor kurzem die Matura gemacht, neben meiner musikalischen Laufbahn auch. Ja. Und jetzt dann eben muss ich noch den Zivildienst ableisten und danach muss ich schauen, vielleicht lass ich mich dazu überreden, dass ich ein bisschen studieren gehe, nebenbei nehme, Musik machen. Es kommt, wie es kommt. Also nicht zum Bundesheer, sondern etwas Sinnvolles. Richtig. Genau, so soll es auch sein. Jetzt meine nächste Frage. Wie viele Auftritte pro Jahr habt ihr denn? Grob zu sagen, wir sind eigentlich doch schon ein bisschen unterwegs. Mhm. Wir haben so circa 60 bis 70 Auftritte im Jahr. Und ja, haben wir immer viel Spaß bei unseren Ausflügen und bei unseren Auftritten und da mal eben gemeinsam gern mit den Menschen, mit unseren Zuhörern, mit unseren Freunden, wie wir sagen, gern da mal gern die Zeit vergessen und einfach einen schönen Abend haben und ein paar gemeinsame Stunden zusammen verbringen. Genau so soll es auch sein. Jetzt kommen wir aber zu einem besonderen Punkt, nämlich ihr habt uns auch heute ein Musikvideo mitgebracht unter dem Titel Besser, wenn ich gehe, und ich nehme an, dazu gibt es ja auch eine Geschichte, denn man nimmt ja diesen Titel nicht einfach so, sondern man möchte ja etwas erzählen und eine Botschaft damit vermitteln. Genau so ist es, Heimo. Wir haben vor 1,5 Monaten haben wir ein neues Album auf den Markt bringen dürfen. Da möchte ich ja jemanden recht herzlich danken, der uns da sehr geholfen hat, von der Firma Sunrise Music Osttirol, der Mike Wilhelmer. Vielen ist er schon bekannt. Der hat mit uns dieses Album erarbeitet, mit uns das Ganze aufgenommen. Wir haben circa ein Jahr dafür gebraucht. Mhm. In diesem Album ist eigentlich meine persönliche Geschichte, die ich so erlebt habe, verarbeitet worden. Wir haben die Texte niedergeschrieben, so wie es eigentlich jeden
oder vielen da draußen auch geht. Einmal geht es abwärts, einmal aufwärts, Trennung, das Kind kann man nur am Wochenende sehen. Das ist nicht immer so einfach und trotzdem muss man irgendwie da miteinander auskommen. Und wir haben gesagt, machen wir das, schreiben wir unsere Gefühle in der Musik nieder. Und da eben ein Titel, den wir heute jetzt einmal das erste Mal vorstellen dürfen, ist der Titel Besser, wenn ich gehe. Und mit diesem Titel haben wir eigentlich der Mike und meine Wenigkeit mit dem alten Leben abgeschlossen, wo wir gesagt haben, ja, jetzt nur Trübsal blasen, das bringt nichts. Irgendwann muss es wieder weitergehen, schau nach vorne und nicht zurück. Und das war dann der erste Titel, den wir dann gemacht haben, wo einfach das Alte ist jetzt gegessen und jetzt starten wir neu durch. Und das war für uns eine irrsinnig wertvolle Erfahrung, weil es wirklich mit diesen Liedern auch passiert ist, dass wir nach vorne geschaut haben. Mhm. Und vor allem, dass dann auch die Augenringe ein bisschen zurückgegangen sind und man kennt das ja wohl selber auch. Und deswegen, dann ist es besser, wenn ich gehe. Und das sieht man, glaube ich, dann auch in einem Video. Das ist schön dargestellt, dass man einfach mit alten Sachen, die einen belassen, abschließen soll. Auf deine Lebensgeschichte und auch aufs neue Album, auf das ich schon sehr gespannt bin, kommen wir in Kürze dann darauf zu sprechen. Und für all jene, mit denen wir jetzt das folgende Video etwas die Musik schmackhafter machen können, wenn Ihnen die Gruppe gefällt, können Sie sich natürlich auch gerne für eine Veranstaltung buchen. Informieren können Sie sich darüber natürlich auf der Homepage unter www.karant-musik.at. Und wir wünschen jetzt gute Unterhaltung mit unserem ersten Musikvideo der Gruppe, nämlich Besser, wenn ich gehe. Wir wären beide nur für uns gemacht. Die Sterne zeigten uns den Weg ins Glück. Doch nahm es uns das Leben Stück für Stück. Dann ist es besser, wenn ich gehe. Und damit sind wir wieder zurück im Studio. Ich habe jetzt ein bisschen verschlafen, ich muss mich gleich entschuldigen. Aber ich habe jetzt die nächsten zwei Gäste oder beziehungsweise die nächsten Mitglieder der Gruppe Karant bei mir im Studio. Und ich begrüße recht herzlich den Gerd Senior und nämlich den Manuel. Grüß euch und hallo. Hallo. Die erste Frage gleich an den Gerd. Auf eurer Homepage steht ja Papa Gerd unter Anführungszeichen. Da gibt es sicher eine Geschichte dazu. Ja, das ist auch so. Ich bin ein guter Geist der ganzen Gruppe da. Halt alles ein bisschen zusammen. Ja. Wie du weißt, es gibt öfter kleine Reibereien und die räumen ich aus dem Weg. Also unter dem Motto. Das ist ganz, ganz gemütlich. Unter dem Motto, der ja. Papa wird schon richten. Der wird schon richten. Genau, ja, so genau soll es sein. Du spielst welche Instrumente? Ich spiele Schlagzeug und Keyboard und eventuell Gitarre, wenn notwendig. Also am Schlagzeug der Mann für den Rhythmus. Für den Lärm. Genau, so ist es. Wie war dein beruflicher Werdegang? Hast du schon von Anfang an musiziert oder wie bist du denn? Ja, schon. Ich habe 5 Jahre Zither spielen gelernt. Ja. Als Schüler noch. Ja. Und dann habe ich eigentlich die Zither auf die Seite und da nie mehr angegriffen. Ja. Und dann, wie ich 16, 17 Jahre alt war, dann haben wir eine Gruppe gegründet. Und da haben wir angefangen zu spielen. Und da bin ich zum Heiraten gekommen. Ja, und dann hat meine Gattin gesagt, meine jetzige Gattin, mittlerweile sind wir 44 Jahre verheiratet. Gratulation. Danke. Und dann hat sie gesagt, entweder die Musik oder ich. Dann okay. Habe ich müssen aufhören. Okay. Und jetzt mit dem Alter ist es gleich. Jetzt habe ich wieder angefangen. Okay. Also jetzt ist sie sozusagen froh, wenn du immer spielen gehst. Na, so ist es nicht. Wir verstehen uns sehr gut. Okay, so soll es auch sein. Ja. Jetzt zum Kollegen, nämlich zum Manuel. Ja, hallo miteinander. Der Manuel und der Heimo, der sind ja Zwillingsbrüder. Und das ist ja leider zum Verwechseln ähnlich, gell? Ja, leider darf ich nicht sagen. Also es ist schon eine schöne Zeit, wenn man einen Zwillingsbruder hat. Ja. Wir sind letzte Minuten getrennt, aber okay. Ich bin trotzdem noch jünger. Also die Burschen sehen sich wirklich ähnlich. Wie ist das mit den Freundinnen? Nein, keine Probleme. Keine Probleme. Also, das heißt, wenn du keine Zeit hast für deine Freundin, geht der Zwillingsbruder und bemerkt. Das haben wir schon gut organisiert, dass das immer derjenige macht, der die Freundin hat. Also
da hat sich kein nie ein Problem aufgeben. Genau so soll es sein. Du hast auch vor kurzem deine Matura absolviert. Richtig, ja. Welche Schule hast du besucht? Ja, ich habe die BHTL in Lienz besucht, Mechatronik. Ja. Mit meinem Bruder. Ja. Wir haben ja die Matura gemacht, ja. Und jetzt besteht die Möglichkeit weiterzumachen, vielleicht studieren gehen oder, aber ja, mal schauen. Also du Zivildienst, das wir noch machen, ja, wie mein Bruder schon gesagt hat. Ja. Und ja, wird sicher eine lässige Zeit. Also beruflich, ja, bist du noch ein wenig unentschlossen? Ja, keine Ahnung mehr. Okay. Also das kommt, wie es kommt. Es kommt, wie es kommt, ja, das ganz sicher. Welche Instrumente spielst du? Also meine Instrumente sind hauptsächlich Gitarre. Ja. Da habe ich schon in frühen Jahren angefangen Gitarre lernen. Also ich spiele mittlerweile schon über 10 Jahre Gitarre. Ja. Und aus dem Grund bin ich der Gitarrist in der Gruppe. Sehr gut. Also auch der Mann für den Rhythmus bei der volkstümlichen Schiene. Richtig. Ja. Genau. Jetzt eine Frage noch an den Papa sozusagen. Wir sehen hier ein Bild im Hintergrund und dazu gibt es ja eine kleine Geschichte. Ja, da gibt es eine Episode, wenn Sie da das Bild sehen da hinten. Und zwar dieses Brett hier. Das ist der Bühnenaufgang gewesen. Das war in Karlsruhe. Und wir sind da ein bisschen stürmisch herein und ich der Letzte und habe da angestreift und da ist das Brett umgefallen. Dann haben wir uns ein Stück heruntergespielt. Ganz normal. Ja. Und dann hat der Andi, das war der Moderator, ja, gesagt, leider müssen wir das nochmal machen, weil mit dem Bühnenzusammenbruch können wir das nicht machen. Also, dann haben wir noch einmal das gleiche Stück müssen spielen und derweil haben sie das Brett wieder angeschraubt. Okay, also sollten die Burschen bei Ihnen auch einmal einen Auftritt haben, ich glaube in Zukunft werden sie sich bessern und nicht mehr so stürmisch auf die Bühne auftreten. Was wir noch für Geschichten von der Gruppe Karant hören werden, das erfahren wir in Kürze und derweil wünsche ich gute Unterhaltung mit den Kastelruther Spatzen. Liebe ich dich wie am ersten Tag. Immer noch bin ich froh, dass ich dich bei mir hab. Immer noch können wir beide uns blind verstehen, wollen die Wege gemeinsam gehen. Das macht das Leben erst schön. Und damit sind wir wieder zurück mit der Gruppe Karant aus dem oberen Drautal hier bei mir im Studio. Die Personen oder die Bandmitglieder wurden sozusagen wieder ausgewechselt und jetzt bei mir im Studio wieder der Gerd und mein Namenskollege Heimo Platzner, hätte ich fast gesagt. Nein. Wir haben jetzt ein paar Bilder für unser Publikum vorbereitet und ich bin schon gespannt, was ihr uns dazu erzählen zu habt. Und ich bitte die Regie um das erste Foto im Vollbildmodus. Ja, dieses Foto zeigt den Heimo im Studio letzte Woche und da durfte man den ersten volkstümlichen Titel aufnehmen, den wir selber geschrieben haben. Und zwar wird der vermutlich, hoffentlich bald einmal im Radio zu hören sein auch. Diesen Titel, der nennt sich Erika, wann fahren wir wieder nach Amerika, weil, wie du ja schon angekündigt hast, ist es für uns bald soweit. Und das zeigt einfach den Heimo bei seiner Arbeit höchst konzentriert im Studio, so wie er eigentlich ist. Das nächste Foto, wieder ein Bild vom Studio. Ist ein bisschen verschwommen, das ist, aber es ist der Manuel, der ist so. Er bewegt sich wirklich so, das ist halt ein Gitarrist, die sind, glaube ich, alle dieselben. Ja. Unsere Rhythmusmaschine, auch im Studio. Und da, es ist einfach so, bei uns, es gehört immer ein bisschen Spaß dazu, weil wir sagen, Musik verbindet. Und ja, wenn man da in Manuel anschaut, es ist immer Spaß dabei und so soll es sein. Also das Studio hätten wir, glaube ich. Nun kommen wir zum nächsten Foto. Ja, das war in Deutschland bei der Deutschen Schlagerparade. Das ist Backstage und das Foto ist deswegen so interessant, weil man einfach wirklich mal einen Einblick hat, was Backstage heißt. Also da sind nicht immer nur die tollen Getränke und die Ledersessel, sondern wenn man schaut, links ist das Bügelbrett, das haben sie vorbereitet für unsere Hemden, weil die sind meistens schlecht gebügelt, weil ich das mache. Nein, Spaß beiseite. Aber wir haben auch die große Ehre, und das ist das Schöne in der Musik, was man erleben darf. Der eine oder andere kennt den Herrn in der Mitte mit dem roten
mit der roten Jacke. Das ist der Bachelor Paul aus der Fernsehsendung Bachelor. Und daneben ist die Mary, die ist auch schon sehr bekannt in Deutschland. Und da lernt man halt liebe Kollegen kennen und das ist einfach für uns eine große Erfahrung, die wir da miterleben dürfen. Wir kommen zum nächsten Bild. Ja. Spannend. Das ist sehr spannend. Du kennst das wahrscheinlich, Heimo. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen und zwar, das ist am Flughafen in München. Das war letztes Jahr, durften wir nach Chicago fliegen, ins Hofbrauhaus. Wir durften dort das Oktoberfest gestalten und ich glaube, du weißt, von was wir sprechen. Dann am Flughafen in München haben sie gesagt zum Heimo, weil wir haben ja Handgepäck gehabt, Gitarren, Akkordeon und. Und so haben sie gesagt, da könnte irgendwas drinnen sein, pack der Akkordeon aus und spiel einmal eins. Und das war am Flughafen in München und das war sensationell. Das sieht man ja jetzt schlecht, aber da sind 500, 600 Leute rundum gestanden und der Heimo hat das Trompeten nicht herunter gespielt. Das war wirklich eine tolle Geschichte. Slauko auswendig auf der ganzen Welt. Ja, genau, du. Du hast den Slauko gemacht. Ja, wunderbar. Und wir kommen zum nächsten Foto, aber aufs Flughafenfoto kommen wir auch etwas später noch zu sprechen, denn ihr habt ja auch heuer wieder eine größere Reise vor, aber dazu später. Genau. Das nächste Foto, das war in Meran und in Südtirol, wunderschön in Südtirol. Und da durften wir das Alpen-Grand Prix-Finale bestreiten. Zu dem können wir dann, glaube ich, auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber das sind einfach so unterschiedliche Bühnen, die wir als Musiker betreten dürfen. Große, kleine, egal wo. Wir spielen einfach für jeden gerne. So soll es auch sein. Beim nächsten Foto sehen wir ein ganz besonderes Bild, nämlich mit einer netten Kollegin, auch von meiner Seite. Aha! Ja, und zwar ist das die Melissa Naschwing. Mittlerweile kennt sie ja schon fast jeder. Und das war bei einem Frühschoppen und wir sind einfach Musikanten. Wie gesagt, wir spielen vom Rocking, Schlager bis zur Volksmusik und zurück wieder alles. Und da kann es auch ohne weiteres einmal sein, wenn man andere Musiker trifft, dann stellt man sich in einer Pause kurz zusammen und wir spielen einfach gemeinsam als zusammen. Da geht es dann nur, was haben wir für Dur, S, F, B, A's. Ganz wichtig oder für unsere Dänzer immer. Bei Karant heißt es immer so, das steht auf unserem Tourbus dann hinten oben, CFG mit Karant auf Tournee. Drei Gitarrengriffe, na Spaß beiseite. Aber so soll es eben sein. Und wir durften eben mit der Melissa schon mehrere Auftritte erleben. Genauso auch waren wir schon mit Östi Ritten auf der Bühne aus der Schweiz, mit den Originalfidelen Mölterlern, die wirklich die Urgesteine auch sind. Und dadurch haben wir natürlich auch sehr vieles gesehen schon und vieles gelernt. Und die Melissa ist eine ganz, ganz nette Kollegin und es ist immer nett, wenn man mit ihr eins aufspielen kann. Ja, das kann ich nur bestätigen. Wir kommen zum nächsten Foto und hier sehen wir einen karitativen Zweck, wenn mich nicht alles täuscht. Ganz genau, Heimo. Gut vorbereitet. Nein, und zwar ist das, wenn ich jetzt ganz genau schaue, muss ich aufpassen, dass nicht bei mir gleich der Kopf platzt, aber das ist halt so beim Bariton. Und zwar, wir waren heuer, wo wir jedes Jahr hinfahren mit einem großen Reisebüro aus Lieserbrücke. Werbung darf man keine machen, aber aus Lieserbrücke und recht herzliche Grüße Gerhard. Diese Reise durften wir für die Kinderkrebshilfe in Kärnten machen. Wir machen das jedes Jahr für einen guten Zweck und da waren auch heuer wieder ca. 500 Leute mit auf der Insel Krück. Und da gibt es eben Abende, wo wir dann, oder einen Abend, wo wir dann aufspielen dürfen. Und es gibt dann eine nette Verlosung und der gesamte Reinerlös geht der Kärntner Kinderkrebshilfe zugute. Und ich glaube, als Musiker bekommt man so viel von den Menschen und man soll auch als Musiker viel, viel zurückgeben. Und das ist ganz wichtig und deswegen sind wir für solche Zwecke immer zu haben und das machen wir sehr gerne. Genau so soll es auch sein. Wir kommen zum nächsten Foto. Das war ja schon die Geschichte, die uns ja der Papa schon erzählt hat. Aber vielleicht gibt es noch etwas hinzuzufügen. Ja, es ist sehr, sehr, sehr wichtig bei der Geschichte, dass man, es war eigentlich unser erster Fernsehauftritt in Deutschland. Und da sieht man eben die Bühne da im Hintergrund und so wie der Papa Gerd schon gesagt hat, wir treten da auf und auf einmal macht es Rums und wir haben halt unser Lied da heruntergespielt und das Publikum hat mitgeklatscht und alle haben Freude gehabt, nur dann auf einmal Regieanweisung, du kennst das bei so einer Fernsehaufzeichnung, Regieanweisung, stopp, 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 nochmal. Und wir sind auf der Bühne gestanden, das muss ich jetzt kurz ergänzen, ich hoffe, ich kann ein bisschen ausholen. Natürlich. Aber wir stehen auf der Bühne und keiner von uns vier hat gewusst, was jetzt passiert. Und dann habe ich mir so runtergebeugt ins Publikum und habe eine Dame, die da unten gesessen ist, gefragt, Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, was ich da jetzt tun muss? Weil, ja, wir haben wirklich nicht. Und auf einmal sogar, ja, und jetzt nochmal. Und dann habe ich gemeint, jetzt müssen wir einfach nochmal reingehen und die Leute klatschen, wie es halt bei einer Fernsehaufzeichnung ist. Und
Nein, jetzt nicht, jetzt müsst ihr nochmal spielen. Und wir haben eben, das war für uns wieder so, da hat er von oben runtergeschaut, der liebe Herrgott, und hat gesagt, die Jungs haben ein super Lied, das war gerade, schenkte mir ein Lächeln, das hat genau gepasst und die Jungs, die dürfen das einfach nur zweimal spielen, damit die Leute wirklich drinnen haben und wissen, um was es genau in diesem Titel geht, das übrigens auch auf dem neuen Album drauf ist. Und deswegen so erlebt man eben die Geschichten als Musiker, du bist selber einer und mittlerweile in den 7 Jahren kannst du eigentlich schon fast ein Buch schreiben und ja, es ist einfach ein Traum, was wir da momentan ein bisschen leben dürfen und ich hoffe, das darf man noch sehr, sehr lange machen. Eine schöne Geschichte. An dich, Heimo, hätte ich jetzt noch eine Frage. Wenn man jetzt sozusagen, man kann zu Melissa schon sagen, dass sie ja ein Star geworden ist mittlerweile. Sie war ja auch mit Andreas Gabalier mit auf Kreuzfahrt bereits. Was da genau war, weiß ich nicht. Nein, Spaß beiseite. Wie geht's dir denn damit, wenn du jetzt Berühmtheiten triffst? Ist das etwas Besonderes für dich und wird auch immer ein Erinnerungsfoto gemacht? Also für mich selber, ich bin, ja, wie sagt man, ich habe schon meine Idole. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel die Melissa habe ich schon ziemlich früh kennengelernt. Auch. Ja. Oder via andere Personen. Und da hat man dann auch schon von vorher eine ganz andere Verbindung zu ihnen, als dass man sie dann einmal aus dem Fernseher auslachen sieht zum Beispiel. Ja. Deswegen, ich habe eigentlich meine gewissen Erlebnisse und Geschichten so mit den Personen und Erinnerungsbilder, wenn ihr es braucht, dann muss ich halt einmal alles mit sehen, wenn ich es einmal wieder trifft. Ich glaube, Selfie sagt man ja heutzutage, oder? Oder mit einer Gruppe ein Selfie. Genau, so soll es auch sein. Ein Selfie. Genau. Wer ist jetzt dein Idol am Akkordeon? Mein Idol am Akkordeon? Ja, schwierig zu sagen. Es gibt echt wirklich so viele Spieler, die was super das Instrument beherrschen. Mhm. Aber natürlich aufschauen tut man immer so, zum Beispiel bei den Oberkleiner-Geschichten, zum Slacker aussehen zum Beispiel und so, also die machen das schon recht gut. Welche Geschichten uns die Burschen von der Gruppe Karant aus dem Kärntnerland noch zu erzählen haben, was sie bereits gewonnen haben, was das neue CD-Album bringen wird und welche Reise sie in absehbarer Zeit antreten werden, bereits zum zweiten Mal, das muss man auch dazu sagen, das erfahren wir in Kürze beim nächsten Interviewteil und jetzt wünsche ich gute Unterhaltung mit den jungen Rodeltalern. Schönsten Quant gibt er mir ein dicks Busserl und nimmt mich an der Hand. Er sagt, komm, häng dich ein, ich will nur dich allein. Das kommt mir spanisch vor und schon singt er mir ins Ohr. Weil ich dich lieb hab, du kleine Maus, heut ist doch gar nicht ohne dich aus. Du schenkst mir Liebe und Energie und schöne Lieder voll Fantasie. Dass ich die lieb hab, musst du verstehen. Ja, und ich habe jetzt wieder den Gerd und den Manuel bei mir von der Gruppe Karant im Studio. Und jetzt werden uns die Burschen einmal erzählen, wie es ihnen beim Alpen Grand Prix in Meran gegangen ist. Das ist ja eine besondere Ehre, da dabei sein zu dürfen. Wie habt ihr denn das denn erlebt? Ja, das war zuerst in Schärding, die Ausscheidung in Österreich. Mhm. Da haben wir das eigentlich ganz locker genommen, waren sehr gute Gruppen dabei. Wir sind normal durchs Publikum auf die Bühne gegangen, nicht von hinten gekommen und normal unser Links runter. Wir haben gesagt, wir haben so keine Chance. Und dabei haben wir da in Österreich, sind wir weitergekommen und haben nachher in Meran dürfen dabei sein und Österreich vertreten. Manuel, wie ist es denn für dich, auf so einer großen Bühne zu stehen? Ja, also es ist schon ein Hammergefühl. Ja. Wenn man schaut, so wie in Amerika, da hat man immer am 8. die amerikanische Hymne gespielt und dann steht auf einmal der ganze Saal auf und alle feiern voll mit und singen USA, USA. Also da geht die Emotionen voll auf. Also das ist ein Hammergefühl. Also je größer die Bühne, je mehr Spaß macht es auch für die Musiker, live zu spielen vor allem. Und wir wünschen natürlich gute Unterhaltung weiterhin in unserem Programm. Und damit wieder herzlich willkommen zurück bei uns im Volksinteraktivstudio. Heute ja zu Gast bei mir im Studio die Gruppe Karant aus dem schönen Kärntnerland. Und ich weiß ja, wo die Burschen am Montag hinfliegen, nämlich nach Chicago in die USA geht's. Seid ihr schon aufgeregt? Ja, ein klein wenig schon. Ja. Wir waren aber voriges Jahr schon drüben. Ja.
Und wir hatten gute Erfolge und deshalb haben sie uns wieder bombardiert, wir sollen wiederkommen. Was Besseres? Und jetzt, was Besseres kann einer Gruppe nicht passieren. Ja. Und wir freuen uns schon wieder auf Amerika, weil du kennen uns alle. Die Kellnerinnen tun für uns Deko und werden die Stimme da los. Also, wir freuen uns. Ihr spielt im Hofbräuhaus, nehme ich an. Das ist ja, glaube ich, fast 1:1 nachgebaut von München. Kann man sich auch vorstellen, da es da jetzt richtig die Weißwurst gibt, wie in München und so weiter, oder ist das ein bisschen anders? Es ist ungefähr dasselbe. Ja. Man kriegt Stelzen, Schnitzel, also Hofbräuhaus 1:1 in München. Okay. Und das eine muss man noch sagen, das Wasser fürs Bier drüben holen sie von Brixleck. Okay, das sei noch erwähnt. Das sei noch erwähnt. Du freust dich aufs Essen. Ich freue mich aufs Essen. Danke. Manuel, ihr spielt wie lange dort im Hofbräuhaus? Wie lange seid ihr dort? Also heuer sind wir 28 Tage drüben, ja, wo wir spielen. Ja. Letztes Jahr waren es eine Woche mehr, also 35. Ja. Dabei zu erwähnen ist nur, letztes Jahr durften wir das Oktoberfest spielen drin, die Eröffnung, ja, weil das Hofbräuhaus in Chicago, das gibt es erst seit Februar 2013. Und ja, also es war wirklich eine richtig coole Erfahrung. Ja. Und ja, es ist eine Ehre für uns und wir freuen uns wieder auf heuer. Und ja. Aber ich glaube, du kennst es ja, wenn man nach Amerika fliegt, wie das top geht. Ich kenne es natürlich persönlich. Das heißt jetzt aber, das Oktoberfest im Hofbräuhaus ist der Höhepunkt vom ganzen Jahr. Also ja, ich denke schon, dass es der Höhepunkt ist. Ist ja in Deutschland das Gleiche, ist ja der Höhepunkt, wirklich. Man muss sich jetzt vorstellen, man fliegt ja mit den Instrumenten im Flieger und so weiter. Aber da muss ja schon eine Logistik auch dahinter sein. Wie funktioniert denn das am Flughafen? Also ja, das ist ein eigenes Kapitel. Also Logistik, das ist ziemlich kompliziert, also man darf ja auch keine Gedanken haben und so im Handgepäck haben, ja, also da muss man alles im Koffer verstauen, ja, und ja, die Instrumente waren mit an Bord, ja, also die sind als Handgepäck mit dabei, ja, und ja, dann ist das ziemlich eine wilde Aktion, wenn man auf dem Flughafen ankommt mit Instrumenten, mit den Koffern, dann ist wie man alles wundern wird, schaut das aus, also richtig lässig. Gerd, an dich noch eine Frage. Und zwar, wenn man jetzt im Hofbräuhaus spielt, wie lange spielt ihr da pro Abend? Habt ihr auch einmal einen freien Tag oder geht es da wirklich vom Montag bis Sonntag? Nein, da geht es durch. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch von 5 bis 10. Ja. Bis 22 Uhr. Von ja. 17 ja. bis 22 Uhr. Ja. Donnerstag dann bis 23 Uhr. Freitag und Samstag bis 1 Uhr früh. Okay. Und dann ist vorgegeben, immer um 20 Uhr die amerikanische Hymne. Ja. Da muss man sich vorstellen, stehen 1500 Leute und Hand aufs Herz. Ja. Also da stellt es an die Haare auf. Also ein schönes, ja, Gefühl. Ein schönes Erlebnis. Einfach, ich freue mich wieder. Ja. Eine Frage hätte ich jetzt trotzdem noch. Ihr seid ja jetzt 5 Wochen oder 30 Tage circa dort. Du hast ja früher erwähnt, du durftest ja nicht mehr spielen, weil du ja geheiratet hast. Wie ist denn das jetzt, wenn du da 4-5 Wochen nicht zu Hause bist? Ja, so einfach ist es nicht, aber es wird geduldet. Es wird geduldet, so soll es auch sein. Ja. Wenn Sie unsere Sendung mit den jungen Wernbergern vielleicht gesehen haben, dann wissen Sie ja bereits, dass diese Gruppe in Las Vegas war, im Hofbräuhaus. Am Montag geht es für die Gruppe Karant nach Chicago ins Hofbräuhaus. Sie werden dort gut einen Monat aufspielen und ich wünsche Ihnen jetzt gute Unterhaltung mit den jungen Wernbergern. Ich stehe auf Alpenrock. Ich zieh Harmonika und dann E-Gitarren-Sound dazu. Das ist der Sound vom Alpenrock. Da krieg ich nie genug. Mit so einem Hip-Hop-Teig kannst du nicht jagen. Ja, da verschlagt mir fast den Morgen. Wenn einer die Quetschen tiert, das ist das, auf was sie fliegt.
sind. Am Samstag in der Nacht da tanzen gehen. Rouge auf den Wangen, ein Spanger im Ohr, die Locken zum Aufdrehen. Mit einer Föhnfrisur in der Jeansjacke stehen, auf rollende Schuhe, ei, 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 lutschen gehen. Sie sind Sweet Weekend, die Liebe es einfach nicht zum Widerstehen. Wenn's noch lang so schaut, fliegen Herzerl aus die Augen. Wenn Zuckerbuckenkäse mit dem Schulterblattl zucken, muss sie zu weit drucken oder gehen. Andreas Gabalier, die Zuckerpuppen, damit heiße ich Sie recht herzlich willkommen zurück im Volksinteraktivstudio. Heute bei mir zu Gast die Gruppe Karant aus Kärnten, genauer gesagt aus Oberkärnten. Und wir werden jetzt ein wenig mit dem Gerd und mit dem Heimo übers Logo sprechen, das wir ja schon im Hintergrund sehen. Genau, lieber Heimo, und zwar dieses Logo, das sieht man da vorne bei uns auf der stolzen Brust. Das hat ein ganz ein lieber Freund und eine Freundin von uns entwickelt, weil jeder Musiker weiß wahrscheinlich, dass es nicht so einfach ist, das Ganze alleine auf die Beine zu stellen. Du brauchst ein Logo, du musst eine Homepage machen und. Da helfen zwar alle zusammen, aber es gehört viel dazu. Und da möchte man den Arnold und der Lili, die auch heute zuschauen, das weiß ich, aus Nickelsdorf, die Firma Print & More, das darf ich wirklich sagen, die zwei machen das Tag und Nacht und die helfen uns. Ein herzliches Willkommen für dieses Logo, Karant, mit dieser Gitarre, die da eigentlich dieser Stern sein soll. Und die haben das für uns entwickelt und das sieht man dann auch auf der CD, zu der wir noch zu sprechen kommen. Und vielleicht noch kurz zum Hintergrund, den wir da bei mir hinten sehen. Wir haben da die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fahnen oben. Und da sind wir irrsinnig stolz, dass wir in diesen Ländern schon spielen durften. Und ja, wir wollen einfach nur Danke sagen und hoffentlich geht es noch so weiter. Und vielleicht der eine oder andere, wenn er eine Musik braucht und so eine Burschen wie uns einmal sehen will, kommt vorbei, schaut uns an, schaut bei uns auf die Homepage, schaut auf Facebook, über jedes gefällt mir, freuen wir uns. Und das ist einfach Karant. Das wollte ich noch loswerden. Danke. Also ist es auch heute für uns eine große Ehre, die Gruppe Karant bei uns im Studio recht herzlich noch einmal begrüßen zu dürfen, denn es ist ja, wie Sie bereits gehört haben, auch eine internationale Gruppe. Wir kommen zum nächsten Punkt, nämlich Sie können es schon sehen und ich darf mich schon stolzer Besitzer nennen, ich habe es ja schon in der Hand, nämlich die Gruppe Karant mit ihrem brandneuen Album und was sich dahinter verbirgt, das wird uns jetzt der Gerd erzählen. Ja, dieses Album nennt sich C'est la vie und ich habe das eingangs habe ich das schon gesagt, man sieht es da schöner. C'est la vie, so spielt das Leben. Meine Mutter ist auf die Idee gekommen, C'est la vie zu sagen. Sie hat meinen Lebensweg immer begleitet, sie hat mich sehr unterstützt, sie hat mir sehr viel geholfen, was mir auch nicht so gut gegangen ist. Neben der Musik, sie hat immer zu mir gehalten und dadurch eben in der Zeit, wo ich meine Trennung erlebt habe, man sagt ja immer, ein Scheiterlamm brennt nicht, also es sind immer beide Schuld bei einer Trennung, das ist einfach so. Man findet dann schon wieder jemanden, was aufwärts geht. Aber für mich ist das Wichtigste mein Sohn auch. Und da habe ich irgendwie einfach den Halt im Leben verloren. Und dass es wieder irgendwie aufwärts geht, haben mir meine Freunde aus der Musikgruppe sehr viel geholfen. Und eben auch mit Mike Wilhelmer, den dasselbe Schicksal ereilt ist. Vielen geht es auch so. Und wo wir dann eben gesagt haben, machen wir ein Album. Machen wir irgendwas, wo wir einfach unser Leben und vielen Menschen draußen geht es genauso, wo wir das einfach in Musik niederschreiben. Und dieses Album C'est la vie ist dann eben daraus entstanden. Und wie gesagt, wir haben wirklich ein Jahr gearbeitet, wir haben Ideen gehabt. Und das sind eben Texte und Lieder, die eigentlich unser Leben erzählen. Und eigentlich fast jeden, für jeden irgendwo was dabei ist. Es ist ein im fetzigen Schlagersound, es sind super Gitarrenklänge dabei. Und jeder Titel hat eine wahre Geschichte im Hintergrund. Und das ist, glaube ich, etwas, auf das wir sehr stolz sein als Gruppe, wo du nämlich auch, wenn du heute auf der Bühne einen von den Titeln spielst, du merkst es sofort bei den Menschen, die das Lied noch nicht kennen, aber es kommt was zurück, weil sie einfach merken, es kommt von Herzen und wir haben das erlebt. Und vielen geht es auch so. Wenn ich jetzt hernehme zum Beispiel ganz kurz einen Titel, Gott schenkte mir ein Lächeln. Mhm. Es ist immer wichtig, nach oben zu schauen und sagen, na, hilf mir ein bisschen und irgendwann kommt einmal was zurück. Oder da gibt es einen Titel Ramona, das ist eigentlich ein Party-Sound. Das ist wirklich passiert in einer Sommernacht. Und so eben sind die Geschichten, die wir da haben. Es ist auch der Titel drauf, wo wir den im Alpen-Grand-Prix im Finale waren, die Schwarze Madonna.
ich schenke dir meine Liebe in meinem Bett neben dir. Da liegt jetzt er, liegt jetzt da, wo mein Platz früher war. Und nur so eine Geschichten, und auf das sind wir irrsinnig stolz, dass wir das irgendwo pressen durften und auf eine CD gebracht haben. Und deswegen nochmal danke an alle, die noch mitgeholfen haben. Und wenn jemand dieses Album haben will, gerne erhältlich. Ihr könnt es downloaden, ihr könnt es auf unserer Homepage anschauen, ihr könnt es bei Volks-TV anrufen. Und wir wollen heute auch gerne von hier was weitergeben. Aber das wirst dann du weitermachen. Und da wären wir auch schon beim Thema. Zuvor war noch ganz kurz vielleicht für all jene, die sich gerade die Frage stellen und sich auch mit dem Gedanken tragen, ich möchte auch Musiker werden und ich möchte eine Band gründen. Was ist das Wichtigste für einen Erfolg? Und ich glaube, da sind wir uns einer Meinung. Wichtig ist, glaube ich, dass man authentisch bleibt und vor allem das macht, was man gerne macht. Und wie man an euren Titeln entnehmen kann, die Titel sprechen wirklich wahre Geschichten vom Leben an. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, der auch in Chicago vielleicht auch weiterhelfen wird und das Ganze auch natürlich toll vermarkten wird. Und ich darf jetzt meine Regie fragen, ob wir einen Anrufer bereits in der Leitung haben, denn wir möchten ja diese CD heute verlosen. Ich würde Sie bitten, wenn Sie diese CD gewinnen möchten, dann können Sie mich gerne anrufen. Nach den nächsten Musikvideos gibt es weiter und wer weiß, diese CD könnte vielleicht bald Ihnen gehören. Wir wünschen weiterhin im Namen von mir und der Gruppe Karant gute Unterhaltung. Und jetzt gibt es natürlich in Kürze das brandneue Musikvideo der Gruppe und wie es zustande gekommen ist und welche Geschichte sich dahinter verbirgt, das wird uns jetzt natürlich der Gerd ein wenig näher bringen. Bitteschön. Ja, schon wieder der Gerd, gell? Aber es ist wirklich so, ich habe einfach, weil es einfach mich persönlich sehr stark betrifft und dieses Video oder beziehungsweise dieses Lied ist entstanden, unser Produzent und ein guter Freund von uns, der Mike Wilhelmer, den wir auch grüßen wollen, der weiß, der schaut zu. Und der Mike ruft mich an irgendwann einmal im letzten Jahr und sagt, du Gerd, da haben wir uns noch gar nicht so gut gekannt. Und sagt, du Gerd, ich habe eine Idee für ein Lied, das nennen wir, dieses Lied ist nur für Sie, früher war sie Stefanie. Und dann sage ich zu Mike, meine Ex-Frau heißt Stefanie. Und da sieht man eben, dass da, wenn sich Menschen gut verstehen, dass da einfach irgendwo eine Verbindung ist, weil wie kommt er sonst auf Stefanie? Und er sagt, er war in einer Kirche, da ist ihm das eingefallen. Also irgendwo ist da irgendwas Starkes da. Und dann habe ich gesagt, okay, das passt sehr gut für mich. Ich habe mittlerweile ein gutes Verhältnis, Gott sei Dank, zu meiner Ex-Frau. Aber da ist eben dann dieses Lied entstanden. Dieses Lied ist nur für sie, früher war sie Stefanie. Und das beschreibt wirklich eigentlich wahre Gefühle. Und das sieht man dann auch im Video. Dieses Video, das durfte man im Winter, im Jänner, Februar durfte man das aufnehmen. Die vielleicht witzige Geschichte an dem Video ist so, wir haben da die Ärmel kurz gehabt und es war circa ein Meter Schnee. Im Hintergrund sieht man es ein bisschen und es war sehr kalt. Aber nichtsdestotrotz sieht man wahrscheinlich auch in dem Video, wie es uns geht und was wir transportieren wollen. Ja, und wie Sie bereits hörten, Musik dient natürlich dazu, um in schlechten Zeiten etwas Kraft und positive Energie zu vergeben, weiterzugeben, zu vermitteln, wie auch immer. Aber in erster Linie sind die Burschen aus dem oberen Rautal heute hier, um gute Laune zu vermitteln. Und wie der Titel klingt und was aus dem Video geworden ist, das hören wir jetzt. Ich wünsche gute Unterhaltung mit der Gruppe Karant und ihrem Titel »Dieses Lied ist nur für Sie«. Vergehen wie im Flug, Gefühle verwehen, alles Betrug. Ein paar Sekunden, Treue geschworen, einsame Stunde, ich hab sie verloren. Es blieb diese Sehnsucht aus und vorbei. Sie ist gegangen, ich bin wieder frei. Gedanken an damals, ich singe ein Lied. Ich hoffe, sie hört es, sie hört dieses Lied. Dieses Lied ist nur für sie, früher war sie Stefanie, tausend Küsse gab sie mir.
Und damit sind wir wieder zurück im Studio hier in unserer neuen Sendung Volksinteraktiv. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ganz vorbei ist die Sendung noch nicht für all jene, die hoffentlich noch gerne dranbleiben wollen. Aber ich darf mich jetzt von unseren heutigen Gästen aus Kärnt, nämlich von der Gruppe Karant, verabschieden. Und ich bedanke mich natürlich bei euch recht herzlich, dass ihr heute den Weg zu uns gefunden habt. Ja, danke, lieber Heimo. Danke, liebes Volks-TV-Team. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder mal sehen. Es ist für uns eine große Ehre gewesen, heute bei uns, bei euch zu sein. Wirklich, wieder ein weiterer Meilenstein. Ich hoffe, Ihnen, liebe Zuseher, hat es gefallen, was wir so machen. Wir hoffen, dass wir uns ein bisschen näher vorstellen haben dürfen. Und für die liebe Waltraud haben wir das schon gemacht, genauso wie die Inge davor. Wir schreiben da gerne etwas und wir würden uns freuen, wenn wir viele, viele neue Freunde auf Facebook finden. Deswegen Feind auf Facebook und www.karant-musik.at. Wenn jemand irgendwas braucht von der Gruppe Karant oder ein bisschen was Näheres hören will, wir sind jederzeit online. Und ja, im Namen meiner ganzen Kollegen sage ich nochmal ein herzliches Vergelt's Gott und wünsche den Zusehern viel Gesundheit und würden wir freuen, wenn wir uns heute mal persönlich kennenlernen. Danke. Und ich wünsche euch natürlich alles, alles Gute. Viel Spaß für Chicago. Genießt es, passt auf euch und kommt wieder heil hinter, wie man so schön im Dialekt sagt. Ich glaube, das dürfen wir im Dialekt auch sagen. Danke. Ja, und wenn Sie natürlich eine Musikgruppe für Ihre Veranstaltung buchen wollen und haben wollen, dann können Sie das natürlich auch gerne bei der Musikgruppe Karant machen unter www.karant-musik.at. Wer weiß, vielleicht sehen wir einander bald wieder und ich wünsche jetzt weiterhin gute Unterhaltung. Musik aus Slowenien, die Alpen Oberkrainer.